herzlich willkommen zu einem neuen Video bei unser Sammlerteam. Kaum ist der Februar gestartet, geht es bei uns natürlich los mit der neuen Osterware 2024. Ferrero beginnt oder hat jetzt langsam auch mit der Auslieferung begonnen, der neuen Osterartikel, und ich habe heute für euch alles rund ums Ü-Ei, so ist nämlich unser Motto, die drei Kinderüberraschung Osterherzen. In jedem Herz ist natürlich immer eine Ü-Ei-Kapsel enthalten. Das heißt, eine Figur oder Überraschung, auch aus der Osterkollektion. Und es gibt in diesem Jahr wieder drei Motive: als Osterhase, als Küken und als Frosch. Und als kleines Highlight für euch natürlich noch ein Kinderüberraschung Osterhasen. Da gibt es eine ganz spannende Aktion, von der ich euch gerne erzähle. Und zwar kann man in diesem Jahr einen tollen Preis gewinnen, wenn man einen Osterhasen von Kinderüberraschung kauft. Das muss jetzt natürlich nicht diese Version sein, kann auch die für Mädchen sein oder die ungefüllten, also ohne Ü-Ei. Wenn ihr dann den Kassenbon auf der Aktionsseite von Kinderüberraschung hochladet, das geht allerdings erst ab Mitte Februar, könnt ihr ein Set gewinnen aus Stiften und einem Kindermalbuch von Kinderüberraschung und Ferrero. Ich freue mich heute richtig, denn wir starten jetzt in die Ostersaison, würde ich sagen. Es wird jetzt Schritt für Schritt natürlich auf unserem Kanal immer alle neuen Oster-Highlights geben. Und wir beginnen heute am Ü-Ei-Sonntag bei unser Sammlerteam mit den drei Herzen und dem großen Kinderüberraschung Osterhasen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
waren also die drei Osterherzen von Kinderüberraschung 2024 und natürlich auch der Osterhase von Kinderüberraschung. Was ihr gemerkt habt, gleich im ersten Herz, das Küken auf Skateboard ist natürlich eine alte Figur, die war auch noch mit alten Beipackzetteln enthalten. Im Hasen hatten wir dann auch neuere Figuren, beziehungsweise auch in den anderen Herzen. Postet doch mal unter dem Video, wie euch die neue Osterserie 2024 in Deutschland gefällt. Ich freue mich natürlich über jeden Daumen nach oben, über jedes Abo und jeden Kommentar von euch und besucht uns doch gern unter www.unser-sammler-team.de. Alle anderen Sammlerteams vielleicht auch schon aus eurer Nähe unter www.sammler-team.de und natürlich unser Forum mit zahlreichen Regionalgruppen. Vielleicht findet ihr dort Sammler aus eurer Region, immer aktuelle News und natürlich Diskussionen, Bilder etc. rund ums Thema Ü-Ei. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Restsonntag, natürlich einen ganz, ganz guten Start in die neue Woche. Ich freue mich, wenn ihr auch nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Aber wir sehen uns natürlich morgen wieder bei Jeden Tag ein Ü-Ei. 366 Ü-Eier wollen wir hier öffnen. 366 Tage und 366 Videos. Gestern ging das Januar-Spezial online. Der Januar ist abgeschlossen. Alle 31 Tage, das ist mehr als eine Stunde Film, jetzt auf unserem Kanal online. Ich freue mich, wenn ihr also mit dabei seid. Alles Liebe und einen wirklich schönen, schönen Sonntag. Euer Stefan von unser Sammlerteam. Macht's gut, ihr Lieben.